Wir befinden uns auf der Zielgeraden für diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zu Lausitz TV am Freitag. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in Schorbus gekommen. Eine Fahrradfahrerin wurde vorgestern Abend auf der Schorbuser Straße von einem Auto angefahren. Die 74-jährige Radfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort gestorben ist. Zu schöneren Nachrichten. Wer hätte das zu Beginn der Saison gedacht, dass Energie Cottbus auf einmal ziemlich weit oben in der Tabelle zu finden ist? In den letzten Spieltagen läuft so richtig. Der FCE hat dreimal in Folge gesiegt und so kann es doch gerne weitergehen. Seit der Niederlage am vierten Spieltag gegen Wien Wiesbaden läuft es für Energie Cottbus. Die Mannschaft von Pele Wollitz glänzt mit attraktivem Offensivfußball. 12 Tore, nur 2 Gegentore und 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen haben nach anfänglichen Schwierigkeiten zu einem verdienten 5. Tabellenplatz am 7. Spieltag geführt. Mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen empfängt der FCE am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr den FC Saarbrücken. Ob Trainer Pele Wollitz dabei auf all seine Kaderspieler zurückgreifen kann, ist noch fraglich. Ja, personell Butze, Ayrula, Rohrig, müssen wir gucken, hat einige Tage Antibiotikum genommen, haben den einen oder anderen aus dem Spiel vom Dienstag, das jetzt alles aufzuzählen, weiß nicht, und dann vielleicht können sie dann am Samstag doch spielen. Ich will auch keine Strategie oder Taktik rausmachen. Wenn ein Spieler nicht spielen kann zu 100%, dann würde ich das sagen. Deswegen die drei, denke ich, also Ayrula und Josh auf jeden Fall nicht. Bei Henry müssen wir abwarten, ob das Sinn macht mit der Krankheitsgeschichte. Damit der FCE auch weiterhin im Profifußball mitwirken kann, müssen jedoch auch die Rahmenbedingungen stimmen. Das beginnt bei neuen Bildschirmen für die Videoanalyse und reicht bis hin zu bespielbaren Plätzen. Damit all das auf Top-Niveau stattfinden kann, braucht es Unterstützung. Es wird mir dann gesagt, warum macht er jetzt so ein Fass auf? Ich mache das nicht für mich, ich mache das für die Zukunft für Energie Cottbus. Ich mache das für die Zukunft für die Region Cottbus. Ich mache das für die Menschen, die hier Woche für Woche ins Stadion gehen. Wenn wir nicht anfangen, den Finger in eine Wunde zu legen, dann wird der Zug für uns bald nicht mehr betretbar sein, dann sind wir weg. Ohne eine akzeptable Infrastruktur hast du im modernen, komplexen Fußball nichts mehr zu suchen und wirst keine Chance mehr haben. Und deswegen mache ich das jetzt zu einem Zeitpunkt, damit sich die Leute, hört euch die Interviews an in Aachen und wo, was sie sagen genau dasselbe. Wenn die Wirtschaft und die Politik nicht unterstützt, weil sie haben den Anspruch, dass Energie Cottbus als der Werbeträger schlechthin. Energie Cottbus, unabhängig nochmal der Person, ist der Werbeträger schlechthin für diese Region. Und dann erwarte ich eine hundertprozentige ehrliche Unterstützung. Ehrliche Unterstützung. Ich könnte hier noch ganz andere Themen sagen, die ich bisher gesagt habe. Dann würden sich einige, die würden nur noch den Kopf schütteln. Nur noch den Kopf schütteln. Und da möchte ich es heute bei belassen. Vielen Dank. Am Samstag heißt es jedoch erst einmal ab ins Stadion und die Mannschaft zu 3 Punkten gegen Saarbrücken singen. Einen weiteren Fahrradunfall hat es in Cottbus gegeben. Eine 17-Jährige ist gestern Nachmittag Höhe der Hardenbergstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Rettungskräfte haben die Frau ins Krankenhaus gebracht. Grund für den Unfall ist ein Vorfahrtsfehler. Wir machen weiter mit den Kurznachrichten. Dort geht es unter anderem um einen weiteren Ortsrundgang mit Tobias Schick. Cottbuser OB auf Ortstour. Oberbürgermeister Tobias Schick macht morgen einen Rundgang durch Dissenchen und Schlichow. Dabei möchte er mit den Bürgern und dem Ortsbeirat sprechen. Themen sind unter anderem Straßenbau, Schulwegsicherung, eine neue Turnhalle und Hortgebäude sowie bessere Busverbindungen. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Bürgerzentrum Schlichow. Zukunft des neuen Museums im Forst. Die Stadt Forst lädt am Montag von 18 bis 21 Uhr zu einem Infoabend über den Fortschritt des neuen Industriemuseums ein. Im Sitzungssaal in der Lindenstraße 10 bis 12 werden die bisherigen Pläne und Entwürfe für die Teileröffnung 2025 sowie die Dauerausstellung, die Ende 2026 eröffnet wird, vorgestellt.
Neben den Präsentationen gibt es auch Fragerunden und eine Pause mit Imbiss. Eine Anmeldung per E-Mail oder unter 03562 989 358 ist bis spätestens Montag um 10 Uhr erforderlich. Einige Schüler vom Max-Steenbeck-Gymnasium haben sich in die Ehrenchronik von Košice eingeschrieben. Sie besuchen aktuell die zweitgrößte slowakische Stadt. Außerdem ist sie die Partnerstadt von Cottbus. Im Juni waren bereits 16 Jugendliche aus Košice in Cottbus zu Gast. Die Treffen gibt es jährlich und sind ein fester Bestandteil der Partnerschaft, die es schon seit 46 Jahren gibt. So langsam wird es draußen ungemütlich. Tristes und regnerisches Wetter macht sich bekanntlich im Herbst breit. Ob sich die Stimmung auch auf den Arbeitsmarkt auswirkt, haben wir heute Vormittag erfahren. Grünes Licht für alle Arbeitswilligen. Auch im September ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8% und damit unter dem Bundesdurchschnitt. Die Lage auf dem Cottbuser Arbeitsmarkt ist dementsprechend deutlich positiver zu bewerten, als es von vielen getan wird. Viele Menschen denken ja, die Arbeitslosigkeit in der Lausitz ist ganz besonders hoch. Ich muss die Unkenrufenden leider enttäuschen. 5,8% ist die Arbeitslosenquote unter Bundesdurchschnitt und die Jugendarbeitslosigkeit 5,3% ebenfalls eine Ecke unter Bundesdurchschnitt. Wir sind hier nicht die Bronx, wir sind hier keine Region mit hoher Arbeitslosigkeit, aber wir brauchen Menschen, die auf die vielen Arbeitsstellen gehen können und wollen. Arbeitsplätze gibt es also genug. Probleme bestehen eher darin, entsprechende Arbeitskräfte für die jeweiligen Stellen zu finden. Ganz egal welcher Herkunft. Kurz gesagt, wer will, der wird hier in der Lausitz auch Arbeit bekommen. Die Lausitz steckt ja mitten im Strukturwandel. Das heißt, es ist sehr, sehr viel staatliches Geld in die Region geflossen. Das weiß ja jeder von uns. Milliarden in Summe werden es dann sein. Es gibt Tausende gut bezahlter neuer zusätzlicher Arbeitsstellen. Aber die nützen uns nur, wenn es auch Menschen gibt, die auf diesen Arbeitsstellen sitzen und die Arbeit tun. Wir haben ein demografisches Problem, das weiß eigentlich auch jeder. Die Babyboomer, ich gehöre dazu, scheiden in absehbarer Zeit aus dem Arbeitsleben aus. Und es gibt viel zu wenig junge Leute, die sie ersetzen. Wir sind auf Zuwanderung in den Arbeitsmarkt angewiesen. Aus anderen Bundesländern, aus Berlin, aus Sachsen. Aber auch aus anderen Ländern, aus europäischen und nicht-europäischen Ländern. Und ich sage es ganz deutlich, wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen keine Zuwanderung ins Bürgergeld. Das möchte ich auch ganz, ganz deutlich sagen. Aber auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt nehmen die Unternehmer Menschen auch aus anderen Regionen und anderen Ländern mit Kusshand. Der September ist traditionell auch der Monat, in dem die betrieblichen Ausbildungen starten. Doch auch wer noch keine Ausbildung begonnen hat, muss nicht verzagen. Heinz-Wilhelm Müller klärt uns über die aktuelle Lage auf dem Ausbildungsmarkt auf. Es haben noch nicht alle Jugendlichen, die aus den Schulen gekommen sind, im Sommer einen Ausbildungsplatz. Das liegt aber tatsächlich nicht an den Betrieben. Ich muss mich doch jetzt mal ganz deutlich in Schutz nehmen. Wir hatten im frühen Herbst etwa 3.500 gemeldete Ausbildungsstellen und etwa 2.500 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt, für viele Betriebe wird es ganz schwer, an Auszubildende zu kommen. Im Umkehrschluss ist es aber für die, die auch jetzt Ende September, Anfang Oktober noch keine Ausbildungsstelle haben, eigentlich ein leichtes, noch eine zu finden. Ein Anruf bei der Berufsberatung reicht. Wir haben noch etliche 100 freie Ausbildungsstellen in petto. Das läuft. Gerade Jugendliche probieren Dinge aus, um mit anderen mitzuhalten und cool zu sein. Bestes Beispiel: Rauchen, zu viel Alkohol trinken oder im schlimmsten Fall harte Drogen zu nehmen. Die Gefahren sind ihnen natürlich egal oder auch nicht bewusst. Was das aber für Folgen hat, darüber klärt das Piccolo-Theater auf. Und wie geht das besser als mit einem Theaterstück? Sucht und Abhängigkeit sind Begriffe, denen vielen Menschen nicht ganz unbekannt sind.
Das Stück Hashtag Constant Craving, inszeniert von Dani Rattay, soll gerade jungen Zuschauern die Facetten von Sucht näher bringen. Ja, also es geht um ein 14-jähriges Mädchen, die heißt Mia, kommt aus ganz normalen Verhältnissen und schlittert so langsam in ein Suchtverhalten hinein. Und es entsteht eben dabei in das sogenannte Suchtgedächtnis. Jeder hat das, der in Sucht hineinschlittert. Und das haben wir hier quasi personifiziert und wir haben das, wir erleben also auch dieses Suchtgedächtnis, es ist eine richtige Figur und die beiden arbeiten sich quasi voran in diesem Stück. Ja. Im Laufe der Aufführung lernen die Zuschauer das Suchtgedächtnis kennen und werden mit verschiedenen Denkanstößen konfrontiert. Das Stück steht in Kooperation mit dem Piccolo Theater und der Suchtberatungsstelle Tannenhof. Nach der Vorstellung gibt es die Möglichkeit, mit Expertinnen und Experten der Suchthilfe ins Gespräch zu kommen. Naja, also man muss ja sagen, wir spielen ja noch keine süchtige Person. Wir spielen eine Person, die so, ich sag mal, am Anfang dieses Weges sozusagen steht. Aber der Weg an sich ist noch nicht so ganz klar. Also ich glaube, also was mir da total hilft, mich da reinzuführen, ist tatsächlich so die eigene Biografie, weil also auch wir waren mal jugendlich, auch wir waren mal in diesen Situationen irgendwie und mir geht es zumindest so, dass ich das alles, diese ganzen Gefühle sehr gut nachvollziehen kann, einfach. Weil es geht ja primär um dieses Verlangen. Es geht eigentlich noch gar nicht die ganze Zeit um diesen Konsum, sondern eher dieses Verlangen, okay, schaffe ich es jetzt Nein zu sagen oder nicht. Und ich glaube, da waren alle, egal ob man jemals Drogen genommen haben sollte oder nicht, aber dieses Verlangen spürt man ja irgendwo, sei es irgendwo was zu kaufen oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist, glaube ich, darum geht es ja auch ein bisschen primär in diesem Stück. Ja. Und da kann man sich gut reinfühlen, weil diese Erfahrung haben wir alle. So werden die Themen Verlangen, Abhängigkeit und Sucht, aber auch das Nein-Sagen in einem empathischen Weg zu dem Publikum geführt. Ein Stück, das zum Nachdenken anregt, bewegt und im Gedächtnis bleibt. Die Premiere ist morgen um 19 Uhr im Piccolo-Theater. Der LAC wird zeitgleich den ersten Heimsieg mit seinen Fans feiern. Morgen ist dafür die Gelegenheit. Und zwar in der Lausitz Arena. Der Lausitzer Handballclub spielt dann gegen TSV Antwerpen. Unterdessen geht's auf Zeitreise ins Mittelalter. Das ganze Wochenende laufen in Stari Lut die Museumstage. Schaut vorbei, 11 bis 17 Uhr. Eine noch viel größere Auswahl mit Freizeittipps haben wir für euch auf Instagram und Facebook zusammengestellt. Sollte noch was fehlen, könnt ihr es da gerne in die Kommentare schreiben. Egal was ihr auch macht, habt ein schönes Wochenende, genießt die freien Tage und macht's gut! Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Aber das wäre das preis-leistungstechnisch Beste, was wir dir bieten können. Okay, und von der Kamera her? Ist super, ist die beste Selfie-Kamera. Hm, darf ich? Cool, das ist es. Jetzt brauche ich nur noch... Eine Powerbank, Handyhülle. Nee, Follower. Gut. Kann man im Lager gucken. Tolle Technikangebote und bester Service. Jetzt bei Expert entdecken. Mehr Angebote im Prospekt, online oder im Markt. Ich berate dich gern. Ich bin Ben, dein Techniknachbar. Thank you.
Nachtschwärmer, aufgepasst! Die 20. Jubiläums-Museumsnächte erwarten euch an den Wochenenden vom 1. bis zum 29. September. Mehrere Nächte, eine Region. Museen, technische Denkmäler und Kultureinrichtungen präsentieren Spannendes und Unterhaltsames. Das ganze Programm findet ihr auch unter lausitzer-museenland.de. Willkommen bei den Museumsnächten 2024. Internet, TV und Telefon. Alles drin für dauerhaft 29,99 € im Monat. Sicher dir bis zu 45% Dauerrabatt. Nur bis zum 8.10. auf pure.com. Richtig. Ich liebe die sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor circa 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Großes Familieneinkaufswochenende im Möbelzentrum Großrieschen mit verkaufsoffenen Sonntag am 6. Oktober. Sichert euch sensationelle Sparvorteile. Bis zu 33% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen. Und bis zu 53% Rabatt auf Küchenneubestellungen. Und das ist noch nicht alles. Es gibt eine Sonderfinanzierung mit 0% Zinsen und eine Gratislieferung der neuen Möbel ab einem Einkaufswert von 500 Euro. Außerdem gibt es zum verkaufsoffenen Sonntag am 6. Oktober einen großen Hüpfburgpark und Bratwurst im Brötchen für nur 1 Euro. Das große Familieneinkaufswochenende mit jeder Menge Sparknüller-Angeboten in allen Abteilungen. Also ab ins Möbelzentrum Großrieschen. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96.